Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Ich begrüße euch an diesem Samstag, den 5.8.2023. Und ich möchte euch das Großblatt legen. Das hier sind die Karten von Wisdom aus dem Etze Verlag und ich lege los. Das ist eine allgemeine Legung, Lieben. Ihr wisst, das kann nicht auf alle zutreffen. Das muss es auch gar nicht. Ich mische so lange, bis eine Karte rausfällt. Das ist die Karte, die auf die Herzposition kommt. Alle folgenden Karten fange ich hier oben an. Ich lege nach den Häusern oder ich deute nach den Häusern. Ich erkläre euch das gleich kurz, während ich die Karten auslege. Jetzt konzentriere ich mich und bitte die geistige Welt, mir eine Karte rauszuwerfen. Wenn es euch zu lange dauert, ihr Lieben, dann spult bitte vor. Da haben Sie. Das ist die Karte, die auf die Liebe kommt. Und wir schauen jetzt mal, was es denn ist. Das sind die Mäuse. Die Position ist ungefähr hier. Ich lege jetzt 9 Karten aus. Ich erkläre euch kurz mit den Häusern. Jede Karte hat eine Nummer. Wenn ich die Nummern chronologisch nebeneinander lege, dann habe ich an der ersten Position der Reiter, bei der zweiten der Klee, der dritte ist das Schiff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass der Schlüssel an der ersten Position im Haus des Reiters liegt. Das Schiff liegt im Haus des Klees. Das Kind liegt im Haus des Schiffes. Damit ihr wisst, wovon ich spreche. So, das dauert jetzt etwas, bis ich das ausgelegt habe. Ja, die Liebe. In der Liebe liegt die Angst. Es kann aber auch sein, dass die Karte dafür steht, dass hier etwas an einem knabbert. Also es muss nicht immer nur die Angst sein. Wenn die Sense daneben liegt, dann haut sie in die Angst rein, ist sehr positiv. Das heißt, die Angst verschwindet, der Ring liegt im Ring, der Herr liegt im Buch. Lege erst aus. Okay, ihr Lieben, ich gehe ganz kurz in mich. Okay, wir beginnen bei dir. Du, mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame. Das Gegenüber ist immer der Herr. Das heißt, das bist du. Du bist im Haus der Einladung, im Haus der Blumen, im Haus der Schönheit. Bei dir sieht man die Zukunft nicht. Die Vergangenheit ist ganz deutlich zu sehen. Ein ganz langer Strang an Vergangenheit ist hier zu sehen. Da gehe ich aber gleich erst auf. Hier ist aber sehr deutlich, dass die Karten zwischen euch, die Liebe und der Brief ist, oder das Kreuz und die Fische, oder die Liebe und die Fische. Ich möchte jetzt kurz darauf eingehen, was das Einzelne bedeutet. Die Liebe steht für die Liebe an sich. Hier liegt das Herz im Haus des Hundes und der Hund liegt in seinem Haus. Das heißt, er hat sein Inneres gefunden. Er hat die Liebe zu sich selbst gefunden. Er möchte dir gerne dieser Freund sein. Und dieser Feind, der geht in diese Gefühle, in die Fische, in das Fließen. Und die liegen in der positiven Veränderung. Das heißt, bei ihm ist ganz klar geworden, dass hier jetzt etwas ins Fließen gekommen ist. Und bei dir ist schon ganz klar vorher, schon ganz klar gewesen, dass dieses
diese Verbindung zu ihm karmisch verbunden ist. Und das Kreuz liegt im Haus des Sarges, der Sarg liegt in dir. Und hier haben wir zwei Karten, die euch hier unten beide verbinden, direkt in deiner unmittelbaren Nähe. Das Kreuz im Haus des Sarges und das Herz im Haus des Hundes. Der Hund liegt in seinem Haus und der Sarg liegt in deinem Haus. Du wirst aus diesem Sarg hochgeholt. Er holt dich hoch aus der Vergangenheit. Und er hat diese Gefühle, die hier jetzt ins Fließen kommen, die sind ihm immer deutlicher geworden. Aber ich will nicht nur von der romantischen Liebe sprechen. Das kann auch sein, dass es hier um eine reine Freundschaft geht. Das ist durchaus möglich. Diese Freundschaft, die hat etwas Leidenschaftliches. Sie hat vielleicht, teilt ihr ein Hobby, vielleicht teilt ihr eine Liebe zu einer Stadt oder keine Ahnung. Ihr teilt etwas. Ihr teilt etwas, was euch mit Leidenschaft und Liebe verbindet. Und das kommt jetzt hier ins Fließen. Und das ist karmisch. In seinem Rücken liegt dieser Brief. Der liegt in deinem Unterbewusstsein. Dieser Brief, der hier Gespräche in Bewegung bringt, in das Karmische, in das, was euch ausmacht, in diese Gespräche. Und ich fühle ganz deutlich, weil der Brief ist hier nicht zu sehen. Der Brief ist schon zusammengefaltet. Er liegt schon in dem Umschlag. Der Umschlag ist versiegelt. Dieser Brief liegt in seinem Haus. Und das finde ich sehr beeindruckend. Er schaut in den Ring. Der Ring liegt im Haus des Ringes und der Brief liegt im Haus des Briefes. Und das ist einmal vor ihm und einmal nach ihm. Und das verstärkt sich. Das heißt, diese Bindung ist verstärkt in seinem Dunstkreis, in seinem Umfeld, in seiner Energie. Und dieser Brief aber auch. Das kommt hier ins Fließen. Das kommt hier in Bewegung. Und hier haben wir die Sense im Haus des Ankers und der Anker liegt hier im Haus des Fuchses. Das heißt, diese Gespräche, diese karmischen Gespräche und die Gespräche spiegeln sich mit dir. Die Gespräche liegen im Haus des Kreuzes. Hier kommen jetzt herzliche Gespräche mit dem Freund aufgrund eines Briefes, aufgrund einer Einladung. Du liegst in der Einladung. Und der Brief hat sich bewegt und ich möchte ihn auch so liegen lassen. Und was ich hier auch deutlich fühle, und bei vielen ist es ja auch schon eingetroffen, oder ja, hat, wie soll ich das sagen? Bei vielen ist es schon eingetroffen, genau so soll ich sagen. Das liegt in seinem Rücken, er hat das schon gemacht. Dieser Brief ist schon unterwegs. Unterwegs, der Reiter ist schon unterwegs und das ist der Schlüssel. Wir haben den Reiter im Haus des Baumes und wir haben den Schlüssel im Haus des Reiters. Das heißt, dieser Brief ist in seiner Satteltasche. Er ist der Postbote und das ist der Schlüsselmoment. Und dieser Brief verstärkt diese Liebe, diese Leidenschaft, diese Gespräche, diese herzlichen Gespräche und er verstärkt diese Verbindung zu euch. Und der selbst liegt im Haus des Buches. Das Buch liegt im Haus der Wege. Er ist die Wege gegangen, dieses Buch jetzt zu öffnen. Erstmal nur sein Buch. Aber ich fühle ganz deutlich, dass hier sind die Wege. Das ist die, du liegst in der Einladung. Du liegst in der Karte des Dates. Und wir haben die Blumen, also du liegst in der Haus, im Haus der Blumen und die Blumen selbst liegen im Haus der Fische. Hier kommt durch diese Einladung, durch diese herzlichen Gespräche Bewegung auf. Bewegung, die in die positive Veränderung führen. Bewegung, die euch verbindet. Herzliche Bewegung, herzliche Gespräche. Das hier ist Seelenpartnerschaft im besten Sinne. Und es muss nicht um romantische Liebe gehen. Ich will es immer und immer wieder sagen. Hier kann es auch sein, dass einfach ein Chef zu dir kommt und sagt, möchtest du nicht nochmal bei mir arbeiten? Oder ein Vermieter klingelt bei dir und sagt, da ist eine Wohnung frei geworden, eine Wohnung, die du liebst. Willst du nicht einziehen? Willst du die nicht mieten? Also hier geht es nicht immer grundsätzlich um die romantische Liebe. Ihr Lieben, das kann natürlich sein, aber es muss nicht sein.
Wir haben im Haus der Liebe liegt die Angst. Das ist die Karte, die rausgefallen ist. Und ich spüre ganz deutlich, dass diese Angst sich immer mehr vermindert. Und zwar, ich habe gesagt, es kann auch an dir knabbern. Es war Angst. Ja, es war große Angst. Und in meiner Magengegend ist jetzt hier ganz viel los. Aber diese Karte hat sich verändert. Und zwar, dass es jetzt nur noch an ihm knabbert. Und zwar, da muss etwas besprochen werden. Vielleicht wart ihr mal ein Paar, vielleicht wart ihr mal Chef und Angestellte oder Chefin und Angestellte oder Vermieter und Mieterin. Aber hier muss noch, das ist etwas, was er noch klären will. Und da schaut er auch rein. Für ihn ist es ganz wichtig. Für dich ist es nicht so wichtig. Ich habe gesagt, er holt dich aus dem Sarg. Das ist dieses Karmische. Er holt dich aus dem Sarg und dieser Sarg wird hochgeholt und geht hier in die Öffentlichkeit. In die Öffentlichkeit, in dem der Baum liegt. Hier heilt es, weil es sich jetzt zeigt. Weil das, was in dem Sarg ist, das bist du. Diese Verbindung zu dir, die heilt jetzt. Und diese Gespräche, das sind donnernde Gespräche. Ich habe gesagt, er hat hier noch ein bisschen, also es kippt gerade so von der Angst zu dem, dass es an ihm knabbert. Also die Angst ist auf jeden Fall nicht mehr so stark. Auf jeden Fall gibt es donnernde Gespräche. Hier gibt es noch etwas zu klären, etwas Karmisches, was du noch nicht siehst. Du hast das alles im Rücken. Und dann kommt. Das Schiff liegt im Haus des Glees und dann kommt dieses Glück langsam in Bewegung. Es ist schon so lange unterwegs und da kommt jetzt hier das Kind ist im Haus des Schiffes. Hier kommt jetzt der Neuanfang und wir haben hier die Wege im Haus des Baumes. Das sind im Haus des Hauses. Das sind die Wege zu dir nach Hause. Das sind die Wege über den Neuanfang zu dir nach Hause, die so lange schon unterwegs sind. Aber diese klärenden, diesen donnernden Gespräche, die müssen noch stattfinden. Und sie finden statt. Und dann gibt es diesen Neuanfang hier auf dem Schiff und die Wege zu dir nach Hause, die Wege, die in deiner Energie liegen, die Wege, die im Haus des Mondes liegen. Und die spiegeln sich hier in der Mitte, in der mittleren Linie, in den Reiter, im Baum. Im Haus des Baumes. Er selbst möchte der Freund sein. Er selbst ist hier, hat die Liebe zu dir wieder gefunden, egal in welcher Richtung es geht und in welchem Thema es geht. Er möchte dir gerne ein Freund sein. Ein Freund, wie er das schon mal war. Oder andersrum, er ist jetzt ein Freund und er gesteht dir die Liebe. Und dann kommt hier, er hat sich zurückgezogen. Der Turm ist hier im Leeren. Er hat sich zurückgezogen und in diesem Rückzug hat er das Glück gefunden. Das Glück, er hat es erkannt, was hier schon so lange unterwegs ist. Und das zeigt sich jetzt. Wir haben im Haus der Sense die Sterne und die Sterne, die scheinen drauf. Und die Sense wird deutlich. Die Sense macht es hier ganz deutlich unter ihm. Und die Sterne. Sie glitzern über ihn. Er fühlt das Magische, er fühlt das Glitzern. Und dieser Reiter, der hier unterwegs ist mit dem Brief und der hier die Heilung bringt, dieser Schlüssel fällt runter durch die Sterne, durch das Glück und er trägt diesen Schlüssel an seinem Hals. Sehr schöne Energie, ihr Lieben, wirklich. Obwohl, ich muss es nochmal sagen, es gibt hier donnernde Gespräche. Im Haus des Neuanfangs liegt das Alte. Das heißt, der Bär steht für das Alte und der spiegelt sich im Haus des Bären dieser Turm, dieser Rückzug, diese Trennung. Ihr seid im Moment getrennt. Und im Keller dieses Turmes sind diese Mäuse und das ist das, was so an ihm knabbert. Und jetzt gehen wir noch eine Etage tiefer. Hier gibt es in diesem Turm gibt es zwei Keller. Das fühle ich ganz deutlich. Einmal sind in dem ersten Keller die Mäuse und in dem zweiten Keller ist diese Schlange. Diese Schlange, die diesen Schlüssel bewacht und sie schlingelt sich jetzt raus. Sie geht, weil die Sonne
so kraftvoll durch die Wolken, die Sonne liegt im Haus der Wolken, so kraftvoll durch die Wolken scheint, dass keine einzelne Wolke, der Donner ist da, aber keine einzelne Wolke bleibt übrig. Hier gibt es nur noch blauen Himmel, dunkelblauen Himmel vielleicht. Hier haben wir auch den dunkelblauen Himmel, aber die Sonne wird so stark, sie vertreibt jegliche Wolke und scheint auf diese Trennung, scheint auf diesen Turm, auf dem er sich zurückgezogen hat. Und dann sieht man ganz genau, was macht denn hier Angst? Und das hat mit dieser Schlange zu tun, diese Schlange, die auf diesem Schlüssel hier praktisch sitzt. Und dadurch, dass die Sonne so stark ist und so durchscheint, verschwindet sie, weil sie jetzt gesehen wird. Sie will nicht gesehen werden. Deswegen liegt sie unten im zweiten Keller unter dem Turm. Und jetzt wird sie angestrahlt und das will sie nicht. Sie will nicht gesehen werden und sie verschwindet. Und indem sie verschwindet, wird dieser Schlüssel frei, der Schlüssel, der zu dir unterwegs ist. Der Schlüssel, der an seinem Halsband hier hängt. Wir haben im Haus der Wege das Buch. Und er liegt im Haus des Buches. Seine Geschichte ist schon geöffnet. Ganz klar, er geht seine Wege. Wir haben hier im Haus des Berges. Das ist interessant. Im Haus des Berges sind die Seelenpartner und im Haus der Seelenpartner ist der Berg. Hier ist etwas vertauscht. Hier ist etwas vertauscht und interessanterweise, hier ist es die 12 und da ist es die 21. Und das tauscht sich jetzt zurück, weil es angestrahlt wird, weil es verschwindet. Hier kommt etwas wieder ins Lot und zwar so, wie es richtig ist. Der Berg kommt in sein Haus und die Seelenpartner, die Eulen, die Vögel, die kommen in das Haus der Vögel. Hier verkehrt sich etwas um. Es geht in den Neuanfang. Das, was hier so lange schon verkehrt ist, geht in den Neuanfang. Und wir haben den Fuchs im Haus der Harmonie. Und die Harmonie liegt direkt daneben, im Haus der Sonne. Hier kommt dieser Fuchs, so verletzt wie er ist. Er hat diese Ente in der Schnauze. Er hat sie gerissen. Und ich habe das Gefühl, dass er so um sich, wie soll ich sagen, er tritt um sich. Aus verletzten Gefühlen. Und das ist dieser Donner, der hier kommt. Der hat so eine Wut erstmal in sich. Und dieser Donner, er tritt um sich. Und das ist das, was er, deswegen kann er seine Harmonie nicht spüren. Aber die Harmonie ist nicht weit. Sie ist direkt im nächsten Feld. Und das liegt im Haus der Sonne. Und wenn ihr so wollt, spiegelt es sich. Weil wenn wir die Karten so von außen zählen, dann spiegelt sich die Sonne in der Harmonie und die Harmonie liegt in der Sonne. Und er will erstmal nur seine Wut loswerden. Er will sagen, wie es ihm geht. Oder du, vielleicht bist du das auch, die Wut loswerden will. Und dann ist es aber so, dass die Harmonie hier direkt parat steht. Das heißt, auch hier, also so wie die Karten hier sich wechseln, die Zeit ist da, um gewechselt zu werden, um die Veränderung vorzunehmen, so passiert es hier auch. Und dann ist der Fuchs in der Sonne und die Harmonie ist in ihrem Haus und die Harmonie zieht hier in dein Haus ein. Du bist meine Dame, die Dame ist immer mit dem Mond verbunden und dieses Haus liegt im Haus des Mondes. Und seht ihr das? Diese Leiter ist hier aus dem Haus. Dieser Mond liegt im Haus der Mäuse, auch hier nebeneinander. Und schaut es euch an, die 32 und die 23, das ist der Hammer. Aber die Leiter, die ist hier auf dem Dach des Hauses. Das heißt, hier hat sich jemand zurückgezogen. Und zwar in seine Ruhe, in seinen Rückzug. Ganz, ganz hoch oben. Und er wacht über diese Angst und er erwacht zu Hause. Also so viele Karten, die hier wirklich nebeneinander liegen, wo auch die Zahlen umgedreht sind. Hier in dem Falle ist es nicht, aber das ist schon sehr markant.
Wir haben hier im Haus des Fuchses ist der Anker. Dieser Anker, das ist das, was er mit sich rumschleppt. Er hat zwar hier diese Taube, diese Ente in der Schnauze, er hat sie gerissen, aber er selbst trägt diese schwere Kette. Und das sind die Verletzungen. Im Haus des Ankers ist die Sense. Das sind die Verletzungen, die er spürt. Und ich habe gerade den Blick in die Diagonale, das heißt, er geht die Wege hier, die da für ihn nach Hause führen, nach Hause zu dir, mit dieser schweren Kette, mit diesem Fuchs, der hier, ich will fast nicht hinterlistig sagen, aber clever, der ist clever und er weiß, dass jetzt diese Angst sich reduziert, wenn er die Gefühle fließen lässt, wenn er diese Einladung schreibt. Das ist diese Diagonale, ihr Lieben. Die andere Diagonale, die hier mit dieser schweren Kette in Verbindung gebracht wird, das ist die Sonne im Haus der Wolken. Die Wolken haben keine Chance. Und es geht hier in die Wege des Buches. Das ist seine Geschichte als Fuchs, als verletzter Fuchs mit dieser Kette am Hals. Wir haben hier im Haus der Sterne die Öffentlichkeit. Das ist das, was heilt. Im Haus der Öffentlichkeit ist dieser unfassbar starke Baum, der mit tiefen, tiefen Wurzeln in diesen Sarg geht. Das heißt also, das, was hier im Sarg ist, was karmisch ist, was jetzt rauskommt, sind deine Wurzeln. Und das wirst du auch nicht verleugnen. Also diese Wut, die du zu spüren bekommst durch ihn, du wirst du sagen, ja, das stimmt, das ist so gewesen. Aber es ist eben so, wie es ist. Es tut mir leid, ich habe es nicht gemerkt, ich habe es nicht gewusst. Du hast nichts gesagt. Vielleicht sagt er das aber auch, dass du deine Wut rauslässt und dass er dann sagt, es tut mir leid. Das ist meine Vergangenheit, das gehört zu mir und das ist Teil meiner Vergangenheit und ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Lasst uns einen Schlussstrich ziehen. Und dieses Orakel ist nicht für die gedacht, die keinen Schlussstrich ziehen möchten oder auch können oder wollen. Egal auf deiner Seite oder auf seiner Seite. Hier besteht eine wirklich große Chance, dass hier zwei, die vor vielen Jahren, hier geht es auch nicht um eine Beziehung, die vor 2 Jahren erst zu Ende gegangen ist, sondern vor vielen Jahren mal zusammen waren, irgendetwas zusammen gemacht, vielleicht Schulfreunde, Studienfreunde. Wo etwas vorgefallen ist, was hier wirklich sehr verletzend war, was ihn absolut in den Rückzug gebracht hat. Oder dich, ich muss immer wieder sagen. Es ist eine allgemeine Legung. Ich war dabei hier. Im Haus der Sterne liegt die positive Veränderung. Die Sterne stehen für die Klarheit. Sie liegen für die Veränderung. Sie stehen für die Veränderung. Ich soll irgendetwas nicht sagen, ihr Lieben. Ich habe einen Frosch im Hals. Und hier liegen die Sterne direkt neben den Wolken. Wenn dieser Donner rausgekommen ist, dann sind diese Sterne zu sehen und dann geht es hier wirklich, sie sind zu sehen. Wir haben hier die Öffentlichkeit im Haus der Sterne und sie liegen in seinem Weg. Aber der Donner muss erst noch raus. Der muss raus, damit hier diese Blockade wieder nach Hause kommen kann, damit es sich wieder tauscht. Damit die Blockade auf ihren Platz verwiesen wird, so soll ich sagen. Damit die Mäuse wieder in ihr Haus können und damit die Sehnsucht, die tiefen, tiefen Gefühle in die Liebe übergeht. Und das haben wir hier mit der Schlange, ist die positive Veränderung, die liegen im Haus der Schlange. Und diese positive Veränderung passiert, wenn die Schlange den Schlüssel freigibt, wenn sie wegschlängelt. Und dann liegt hier auf dem Gras nur noch der Schlüssel und der Schlüssel kann dann zu ihm fallen, praktisch runterfallen.
wie ich das eben erwähnt habe. Ich gucke mal, ob es da noch was gibt. Normalerweise ist es so, dass alles, was links ist, ist Vergangenheit, rechts ist das, was Zukunft ist. Unter der Personenkarte ist das Unbewusste, darüber ist das Bewusste. Du bist ganz rechts außen. Bei dir ist weder Vergangenheit noch Bewusstsein zu sehen. In deinem Unterbewusstsein ist dieser Freund, der die Liebe in sich spürt, dieser Brief, der hier jetzt auch diese Gespräche, diese karmischen Gespräche hochholt. Der ist ja in Bewegung und du weißt es einfach tief in deinem Inneren, weißt du, dass dieser Brief schon unterwegs ist, dass er geschrieben ist, dass er versiegelt ist. Bei ihm ist es so, in seinem Bewusstsein ist das Karmische ins Fließen gekommen, ganz eindeutig. Und er hat diesen Brief hier in seiner Zukunft. Das heißt, entweder hat er den Brief schon weggeschickt, weil er hat hier seine Geschichte schon, sein Buch ist schon offen, seine Geschichte ist schon offen. Deswegen kann es sein, dass dieser Brief schon unterwegs ist. Es kann aber auch sein, dass er ihn hier in der Hand hat und dass er ihn jetzt gleich zur Post bringt. Es ist der nächste Schritt und es ist seine Zukunft. Was bei dir im Unterbewusstsein passiert. In seinem Unterbewusstsein ist es aber so, dass die Sense im Haus des Ankers liegt und er spürt es, aber im Unterbewusstsein ist es, er weiß es nicht genau. Diese Sense haut diese Kette von dem Anker weg und dann kann er ankern, dann kann er ankommen, ihr Lieben. Es ist wirklich eine Energie. Ich könnte hier ständig reden, reden, reden. Ich bin so aufgeladen von dieser Energie, die hier auch diesen Wandel immer wieder zeigt, auch hier, auch wenn die Zahlen nicht stimmen. Aber dennoch habe ich hier auch das Gefühl, dass dieser Wandel stattfindet. Und es ist so, dass dieses Buch bei ihm und er sieht, er schaut drauf. Er schaut über den Ring im Haus des Ringes. Er schaut aber auch über diese Situation hier mit dem Mond und mit den Mäusen. Da schaut er in dieses Buch. Und er weiß, er hat dieses Buch aufgeschlagen. Die ersten Schritte ist er gegangen. Die ersten Schritte, wie der Eremit, der seine Laterne vor sich hält und Schritt für Schritt immer nur sieht. Das ist hier passiert. Er ist schon gegangen. Und die Wege liegen im Haus des Hauses und der Haus im Haus des Mondes. Und auch das ist hier wieder dieser Wechsel. Wir haben hier zwei, drei und da haben wir die vier. Also irgendetwas ist hier im Wandel, im Wechsel, im Weitergehen. Zwei, drei, vier ist das Weitergehen, das Weiterkommen. Wir haben hier die 18 und wir haben hier die 8. Dieser Sarg ist immer Teil von diesem Freund gewesen. Ist immer Teil, er hat dich nie vergessen oder du konntest ihn nie vergessen. Und mit der Eins geht er denn hier, wenn wir hier die Acht nur nehmen, mit der Eins geht er hier in den Neuanfang, ihr Lieben. Und der Neuanfang ist dieses Buch, was schon angefangen hat, sich zu öffnen. Und mit der Quersumme 8 sind wir wieder bei diesen Karten hier. Und die Acht, der achte Position ist der Sarg, in dem das Kreuz liegt. Ich wünsche euch einen zauberhaften Samstag. Geht gut und entspannt und mit gespannt sein dürfen in dieses wundervolle Wochenende. Ich habe gehört, das Wetter soll toll werden. Ich nehme das Wetter ja, wie es ist, aber anderen ist es wichtig. Und dann soll das Wetter auch toll werden und dann kommt die Sonne durch die Wolken durch. Und wenn die Wolken nicht mehr da sind, dann ist nur noch der Donner da, der jetzt hier mit Karacho reinkommt und dann aber auch verschwindet. Macht's gut, ihr Lieben. Habt ein schönes Wochenende. Ciao.